So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2 und diese Aufnahme wird jetzt vermutlich, nein, ziemlich sicher sogar, es ist für euch kein Unterschied, für mich ist es ein gewaltiger Unterschied, die letzte Aufnahme hier mit praktisch zu Hause bei meinen Eltern sein, weil ich ab morgen ist der Umzug, dann in einer neuen Wohnung bin. Wegen Schule und so weiter, ne, ist klar. Und da habe ich schon gesagt in einer anderen Aufnahme, da wird das Internet... Ich kann es mir halt noch nicht so ganz vorstellen, ob ich da wirklich viel Internet habe. Mit 2 Megabit maximal vorhanden sein. Ich weiß auch noch gar nicht, ob es jetzt direkt am Anfang gleich da ist. Vielleicht bin ich die ersten Tage erstmal vom Internet abgeschnitten. Wir werden sehen. Je nachdem, ob das mit dem Techniker klappt. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, das nur einfach so als kleiner Hinweis... Falls nach diesem Part hier oder nach dieser Aufnahme, wenn ich sage, ich beende die Aufnahme jetzt, nichts mehr kommt, habe ich vielleicht Probleme. So. Gut. Sollte es wirklich so sein, dass es problematisch ist, dort aufzunehmen, werde ich halt schauen, dass ich so ein paar Mal am Wochenende oder so herkomme. Nicht nützlicher aufnehmen oder so, aber ich meine, dann kann ich da vielleicht auch ein paar Abende nutzen, um aufzunehmen. Das werden wir alles sehen. YouTube ist nicht das Wichtigste. So. Gut, wir haben folgende Situation. Der liebe... Ich habe den Part wieder geschlossen. Der liebe Chosen hat nämlich einen Kommentar geschrieben, der lang ist und der viele Level beinhaltet. Ich lese es kurz vor. Die Levels sind dieses Mal mehr Platforming und könnten auch wieder nach Schwierigkeit geordnet sein. Das letzte Level könnte eventuell einen Part für sich beanspruchen. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Level. Wir haben also zu tun. Und wir fangen mal an mit N2V. Und das kann ich jetzt auch wieder nicht falsch abtippen. Denn es ist... Ich habe ja den Druckbuchstaben vor mir. Ja? Ich lese ja den Kommentar. Ich kann halt nur mich hier kann ich verrutschen. Das kann passieren. So. Aber wenn es das nicht ist... Gott. Captain Toad. Oh, ein Captain Toad Level. Man schafft es in 7 Sekunden. Aber es haben nur 2% geschafft. Na gut, gerundet 3%. Und er schreibt dazu, schönes Puzzle, bei dem man nicht springen darf, mit cooler Mechanik, die überprüft, ob man gesprungen ist oder nicht. Aber in 7 Sekunden kann man das schaffen. Habe ich gerade... Kann man irgendwie das von gerade eben noch... Oh. Ich habe B gedrückt. Ich hasse alles. So. Hätte ich das gewusst, dass ich hier Quatsch mache, hätte ich auch jetzt erzählen können. Wegen Internetkram. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich noch ein paar Sachen dazu sagen. Vielleicht auch nicht. Jetzt aber schnell spielen drücken, bevor ich wieder B drücke. Ach, Mann, Mann. So. Nehmen wir auf. Moment. Habe ich schon Ö gedrückt? Ich habe Ö gedrückt. Gut, Captain Toad now in 2D. Im Moment, man darf nicht springen, aber ich habe gar nicht die Bedingung gehabt jetzt, ne? Also kann ich ja springen. Ah! Das ist ja interessant. Jetzt habe ich einen Schlüssel. Und der verhindert dann... Was soll der denn verhindern, wenn ich da einen Schlüssel bekomme? Na gut, wir spielen es mal, wie man ein Captain Toad Level spielen würde. Hä? Was soll jetzt falsch daran sein, dass ich gesprungen bin? Ach so, und jetzt wählt er den Schlüsselweg. Ah, ich verstehe. Wenn man den Schlüssel dabei hat, kommt man in die andere Box nicht rein. Trotzdem hat jemand geschafft, dieses Level in 7 Sekunden zu beenden. Hä?
Ich habe Fragen. Ach so, der fährt hoch, wenn ich mich draufstelle. Okay. Kann ich das nicht irgendwie? Ah, er ist der Grund. Wenn ich springe, springt er auch. Ha, ich hab's aber jetzt geschafft, ihn auszutricksen. Ich bin trotz Schlüssel. Dann ist das der... Ja, dann ist... Das kann man komplett breaken. So viel zu der tollen Mechanik. Also, die Idee ist wahrscheinlich cool, aber man kann es komplett breaken. Ich demonstriere das nochmal. Ach, Mist. Ich musste einfach nur ein bisschen rüberdrücken, ne? Ah, jetzt hat er es nicht erwischt. Aber das kann man... Irgendwie kann man das austricksen. Wie habe ich das gerade gemacht? Ich weiß es nicht. Nee, irgendwie habe ich das gerade geschafft auszutricksen. Ich weiß nicht wie. Gut, jetzt spielen wir es mal richtig. Also eigentlich... Ja, moin. Also... Ich verstehe halt nicht... Wie ich ohne zu springen... Soll ich den da drauflegen und dann von da oben da drauf fallen und dann läuft... Wahrscheinlich so, ja. Basuf. Ich leg den hier drauf. Nee, irgendwie so. Und dann kann ich von hier oben da runterfallen. Und das reicht aus, um hier hoch zu... Ah ja, alles klar. So. Jetzt kann der den nicht auslösen. Jetzt haben wir das. Wir springen wieder nicht. Sie gehen mal hier rein. Jetzt habe ich hier noch eine Box. Das ist nicht hoch genug. Ja, jetzt bin ich gesprungen sowieso. Braucht zwei Boxen an der Stelle, kann das sein? Ach so, ich kann ja die mitnehmen. Nee. Dachte, ich kann vielleicht die noch mitnehmen. Ja, die komme ich nicht ran. Was passiert, wenn ich die runterschmeiße? Kann ich die runterschmeißen? Ja. Passiert da mit dem Springboard irgendwas? Ja. Und das reicht, dass ich den mitnehme. Ja. Okay. Ah, jetzt kommt die erste von den... Oh mein Gott! Okay, so wird das dann abgefragt. Also es gibt vier Räume und vier rote Münzen und nachher kriegt man erst den Schlüssel, der für diese Tür gedacht ist. Aber da man den Anfang austricksen kann, wie auch immer ich das geschafft habe, ich werde es nicht nochmal schaffen, ich weiß es nicht. Da man den Anfang austricksen kann, ist es halt komplett breakbar.
trotzdem cool. So, den darf ich offensichtlich nehmen. Ah, ich muss es wieder... Ach so, ich verstehe. Jetzt muss ich mich treffen lassen und komme dafür aber hier durch. Well, what? Ah, ich will jetzt schneller sein. Gut. Keine Zeit hier mal auf die Lava zu warten. So. Aber den Teil habe ich nicht verstanden. War ich einfach zu langsam? Ja, aber wie soll ich denn wieder zurück? Da ist ein Wirbelwind. Was soll wir denn? Hey. Ach, da ist... Ja, aber was macht der? Wird der dann hochge... Der Wirbelwind wird dann hochgetragen. Ach, da ist so ein Sprungdings drunter. Ach Gott, ach Gott. Ach, das ist ja sowieso eine Treppe. Ich hätte also... Ja, Moment. Ich muss den On-Off trotzdem umstellen. Sonst gehen die Dinger ja nicht. Ja, okay, verstanden. Eieiei. So, das war dieses Rätsel. Bleibt noch zwei Türen. Okay, Stampfattacke darf ich machen? Fragezeichen. Muss ich sogar. Ah, ich habe schon verstanden. Das war ja einfach. Das war jetzt das Einfachste bisher. So. Ja, richtig easy. Aber richtig, richtig easy. Okay. Dann haben wir noch eine Tür. Ah, der ist nicht hoch genug, ne? Okay, verstanden. Springen darf ich nicht, also muss ich rollen. Mit dem kann ich nicht rollen. Wofür ist das Ding da? Ah, das war blöd. Das war doof. Hier ist auch, hier kann man es nicht austricksen, ne? Hier ist so wirklich, sieht man ja, hier kann man es nicht austricksen, weil hier kommst du auf jeden Fall, bevor du in die Röhre betrittst. Bevor du die Röhre betrittst, landest du auf jeden Fall, Ja, aber ich verstehe jetzt nicht. Das wollte ich nicht. Ach! Das wollte ich doch.
Also da dagegen rollen kann ich, aber ich darf den drüben nicht killen. Okay. Ich dachte, wenn ich den grundsätzlich auslöse, ist vorbei. Aber anscheinend ist es das nicht. Ja, cool. Ja, dann haben wir es ja gelöst. So, jetzt lege ich den hier ab. Und dann falle ich da einfach drauf. Und dann haben wir das geschafft. Ah ja! Alles klar. Und jetzt muss ich aber springen. Sonst komme ich an die Tür hier nicht ran. So, und jetzt haben wir den Endraum. Aber der ist jetzt im Prinzip nur noch ein Rätsel, um an das Leben zu kommen. Eigentlich ist er kein Rätsel mehr. Ja, und wenn ich jetzt springe, dann ich kann doch hier trotzdem springen. Was passiert, wenn ich hier springe? Ah, dann wird der da oben ausgelöst und dann kann ich da nicht mehr durch. Okay, verstanden. Alles klar. Gut. Dann haben wir das geschafft. Mich würde jetzt trotzdem noch mal interessieren, wie ich das geschafft habe, das auszulösen am Anfang. Denn das hat der Typ mit den 9 Sekunden, 7 Sekunden ja auch geschafft, darüber zu kommen. Irgendwie habe ich das hingekriegt. Ich weiß nicht mehr wie. Es ist faszinierend. Was habe ich denn da gemacht anders? Ich bin irgendwie rübergekommen. Weil ich die Kiste dabei hatte? Fragezeichen. Lag's an der Kiste? Es lag doch nicht an der Kiste. Nee. Ja, keine Ahnung. Irgendwas habe ich gemacht. Ihr habt es ja gesehen. Ich kann es mir nicht erklären. Gut. Mensch, jetzt haben wir 20 Minuten für das Level hier schon gebraucht. Kommen wir mal zum nächsten. Kurzes Platforming-Level mit Y-Bones. Also bei den anderen steht nichts von Puzzle-Level, deswegen denke ich fast, die werden da etwas schneller gehen. Bis halt auf das letzte, wo er sagt, da werde ich den ganzen Part für brauchen. Also ich hoffe, wir kriegen jetzt die anderen in dem Part noch hin. Und dann habe ich das letzte, wo er sagt, es braucht einen ganzen Part auch für den nächsten Part tatsächlich. So, Super Saiyajin F. Ah, nicht Super Saiyajin, das wäre ja SSJ. Y-Bones Peak 103... 1%. Vielleicht schaffen wir es doch nicht. Oh ja, beim nächsten steht leichtes Kaizo Autoscrolling. Und bei dem vierten steht Knochenfisch SMB3 Airship, ein Level mit sehr viel Action. Ui, okay. Also hier, das ist das kurze Platforming-Level mit Y-Bones. Mhm. Gut. So far so good. Okay, man kann immer so ein bisschen verschnaufen, die lösen sich nicht aus. Das ist schon mal gut. Ah, der Sprung war kacke. Ich muss da warten. Ich muss da warten, bis der runterfällt. Okay. Aber wir haben ja gesehen, es ist wirklich kurz, denn es ist in einer Minute schaffbar. Da man bisher nicht wirklich groß abkürzen kann. Ich sehe zumindest nicht wie. Ist ja hier schon mal einiges an Zeit weg. Das heißt, viel kann da auch nicht mehr kommen. Ich habe auf einen Checkpoint gehofft, aber natürlich kriege ich keinen. Warum sollte ich auch einen Checkpoint? Oh mein Gott, was? Ah, okay. Nein! Aber so lang kann es doch nicht sein bei einer Minute. Ich meine, selbst ein Weltrekordrenner kann ja auch nicht viel schneller da plötzlich durchraschen. Das ist das, dass er hier für den Raum keine 2 Sekunden braucht. Das kann ja nicht sein. Ne? Insofern. Gehe ich mal davon aus, dass es gar nicht so lang ist und wir dir das hinkriegen werden. Auch wenn es nur 1% hat.
Aber diese 1% hängt ja auch davon ab, wer das gespielt hat, was für Leute das sind. Auch der Rekord kann ja gar, muss ja gar kein guter Rekord sein. Weiß man ja nicht. So. Ich bin zu hastig. Ich bin ein bisschen zu hastig, ne? Man merkt das schon. Eigentlich muss ich mich nicht hetzen. Eigentlich muss ich mich nicht so hetzen. Es ist nicht notwendig. So. Na, bis hier ist es eigentlich voll easy. Und da habe ich halt ein bisschen den Sprung verhauen vorhin. Ach, da ist einer. Sogar. Tatsächlich. Cool. Okay. Ah, oh, das war cool. Okay. Vor dem Sprung habe ich ein bisschen Respekt, weil ich glaube, das ist der letzte. Ich glaube, das ist der letzte Sprung. Ich muss immer am letzten Sprung sterben. Es ist... Ah! Bleib hier! Es ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz. Immer der gleiche Mist. Ja, ich muss auch zweimal beim letzten Sprung sterben. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön gebaut. Schönes Level-Design. Wäre es jetzt bei den Beliebt-Leveln gewesen, hätte ich es gefeiert. Na, das wäre jetzt sowas, was ich gesucht hätte, tatsächlich. Kann man spielen, macht Spaß. Ich habe leider mein Ziel nicht erreicht, hier gut zu sein. Ich bin leider schlecht. Insofern ärgere ich mich, aber über mich und nicht über das Level. Immerhin schreie ich noch nicht wie andere Leute. Ich habe vorhin durch Zufall einen Domtento-Stream gesehen. Hui, der geht ab. Aber es ist verständlich. Der ist gerade so kurz vorm S-Rang im Multiplayer und bekommt halt nur Scheiß-Level, durch die er wieder zurückgedrängt wird. Und wenn man A-Rang ist, hat man wirklich nur noch so ungefähr drei Level, die man nicht schaffen kann, bevor man wirklich wieder Minus macht, ja. Also da kriegt man kaum noch was für geschaffte Level. Oh yes! Ach, wie schafft man das denn in einer Minute? Das ist ja schon einiges, ne? Es ist immer noch nicht vorbei. Und ich krieg keinen neuen Checkpoint. Das gefällt mir gerade gar nicht. Nein! Oh! Da ist mein Ziel. Oh nein, ich werde es versauen. Jetzt ist der letzte Sprung eigentlich erst da. Jetzt ist erst der letzte Sprung. Oh Gott, Leute. Ich werde Quatsch machen. Es tut mir jetzt schon leid. Wait, ich muss das nochmal da hinten umstellen. Oh, da war ein zweiter Checkpoint. Huch! Habe ich gar nicht mitbekommen. Den habe ich gar nicht realisiert. Lull. Ja, dann ist alles okay. Ich dachte jetzt, ich muss den ganzen Quatsch nochmal machen. Das wäre nicht so cool gewesen. Aber das geht okay. Das ist dann der Teil und das nach der Schlüsseltür. Aber wie schafft er das denn? In der Minute, der muss ja trotzdem... Also das hat jetzt schon eine Länge. Die hätte ich vorhin, als ich angefangen habe, dazu argumentieren, warum das relativ kurz sein müsste, hätte ich nicht mit dieser Länge hier gerechnet. Weil das in der Minute schaffen? Mein lieber Scholli. Respekt, wer immer das war. Können wir gleich schauen. Nein, das reicht nicht!
Ich darf nicht den dritten, ich muss den zweiten nehmen. Oder, um das wirklich sicher zu machen, ich habe eine Idee. Um den Sprung da oben wirklich sicher zu... Ja, moin. Aber auch, also cool durchdacht, muss man sagen, ne? Cool durchdacht. So. Nee, wir machen das wie gerade eben auch. Ich gehe nach hinten und jetzt gehe ich einfach mit zwei nach vorne und dann ist die Geschichte geritzt. So. Okay. Das geht ja alles klar und jetzt haben wir halt den Teil hier noch. Aber ich habe es jetzt ja verstanden. Ich muss einfach da zweimal drauf. Jetzt hier einmal drücken und jetzt geht's zurück und das war's. Gut. Passt. Uffi. Nehmen wir noch auf? Jawohl. 26 Minuten, dann können wir auf jeden Fall das Kaizo Autoscrolling, welches Chosen als leicht bezeichnet. Und wenn Chosen was als leicht bezeichnet, ich meine, hier hat er auch geschrieben, kurzes Platforming-Level mit Drybones. Und dann war's das hier. Okay. Aber es war schönes Level, keine Frage. Schönes Level. So. Also VSL. VSL. RHS. Ah, RSH wäre lustiger gewesen. Egal. NFF. So. Let's go. Just like starting over. 1,5752 Sekunden Kaizo Autoscrolling. Ich glaube nicht. Oh je, ich hab Bedenken. Ich habe große Bedenken. Sheesh. Ah ja. Ach du Schande. Vor allem, es ist eine Physik, mit der ich mit der ich nicht umgehen kann. Weil es die SMB-Physik ist. Noch nie ein Kaizo-Level in SMB-Stil gespielt. Das ist jetzt eigentlich mein erstes. Ah! Ach so. Ich habe das anders interpretiert. Fragt mich bitte nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Nein! Ich muss direkt weiter. Und dann muss ich den da oben... Was muss ich mit dem denn machen? Muss ich den auslösen? Wahrscheinlich. Ah! Bin schon wieder zu langsam. Ah! Und dann löse ich den so aus und dann springe ich da weiter. Und um Gottes Willen. Es ist so schwierig zu steuern. Es ist SMB. Ich kann SMB nicht. Ach, ich kann das überhaupt nicht... Oh Gott. Es überhaupt nicht vernünftig kontrollieren. Oh, Hektik und SMB geht ja gar nicht zusammen. Um Gottes Willen. Weil das so eine bescheidene Physik hat. Oh. Deswegen werde ich auch niemals einen SMB-Kaizo-Hack spielen. Gibt's ja auch, ne? Es gibt ja SMB Kaizo-Hacks. Sogar sehr gute. Aber nein. Das werde ich niemals anfassen. Einfach, weil ich überhaupt nicht mit der Physik klarkomme. Weil man... Die ist so böse schwerfällt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss das. Okay, ich muss... Nein, das war die falsche Richtung. Ich hasse alles. Aber wir sind so weit gekommen. Wir sind echt weit gekommen. Boy! Das überhaupt zu erwischen, wundert mich, dass ich das hinkriege gerade. So, jetzt in die Richtung. Ab dafür. Und jetzt macht er da kaputt. Ah, darüber! Und jetzt...
Okay. Da muss ich da schnell durch, weil sonst werde ich nicht rechtzeitig hinterherkommen. Ah! Okay, geht es jetzt überhaupt noch? Ich habe keine Ahnung. Ja, jetzt nicht mehr. Leichtes Kaizo-Auto. Ey, was Chosen immer unter leicht versteht. Auch wenn er seine Level, ne? Auch bei seinen Leveln. Grüße gehen raus, Chosen. Auch wenn du da immer sagst, oh, das ist ein leichtes, kurzes Level. Und dann sitzen wir da einfach 2 Stunden in der Aufnahme. Ah. So. Nein, oh, wobei, es ist eigentlich gar nicht so dumm gewesen. Ich muss durch die... Und dann kriege ich dann einen Midway-Point erst. Ach, du Schande. Ah. Aber auch hier sieht man, man steigert sich mit fortschreitendem Scheiße. Wollte ich nicht sagen. No! Merde! So. So, so weit ist alles. Nein! Weg mit dir. Weg mit dir. Nach dem Level kann ich dann die andere Physik wieder nicht. Jetzt trainiere ich mir gerade SMB-Physik an und dann kann ich den anderen Quatsch wieder nicht. Schaffe ich das da rechtzeitig durch? Ja, okay, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit hier, den Cooper da zu timen. Nice! Midway. Oh, Junge. Oh. Man sieht, der Midway war wichtig. Oh, Mann. Ah, okay, verstanden. Oh, Mann. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe hier keinen Midway. Beziehungsweise stellt euch mal vor, ihr seid der Ersteller des Levels und müsst das ohne den Midway spielen. Müsst jetzt wieder von vorne anfangen. Ei. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie viel noch kommt. Bisher wäre es schon noch möglich, das am Stück zu spielen. Aber... Oh nein! Natürlich ist es wieder so ein Quatsch. Du gehst wohin? Keine Ahnung. Dahin. Und du, ich gehe da hoch. Und dann gehe ich darüber. Und dann mache ich den hier. Und dann habe ich... Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge! Ja, es wäre schon am Stück möglich, aber uff. Das bräuchte schon nochmal ordentlich viel, viel... Aber der zweite Teil war einfacher als der erste. Aber wir sind auch gar nicht so weit vom Rekord entfernt. Ne, es sind 18 Sekunden gewesen. 16 Sekunden gewesen. 2×8, 16 Sekunden. Ja, die 2 Tode, wenn ich nicht gehabt hätte, wäre ich relativ nah am Weltrekord sogar dran. Aber gut, das werden wir nicht nochmal spielen. No way. No way. So, den Knochenfisch SMB3 Airship, ein Level mit sehr viel Action, tun wir uns noch an. Und dann lassen wir das andere für den nächsten Part. Und Trakes hat mir auch ein Level empfohlen, wo er meint, es ist ähnlich wie das heiße Kartoffellevel von DK, aber fairer. Kann man sich ja mal angucken. 1,25, auch schon wieder. Was sind... Ich dachte, es sind halt nette Level, die er mir schickt. Ja gut, aber es steigt sich in der Schwierigkeit, hat er gesagt. Es steigt in der Schwierigkeit. Also mit sehr viel Action. SMB3 Airship Knochenfisch. Journey into Fishbones Lair. Und es schafft nicht mal 1%. Yo, Bruder, was ist das denn? Thank you.
Ja, und jetzt? Ich habe... Ach so, oh nein. Muss ich dem dann hinter... Was? Muss ich den dann steuern praktisch auf die Art und Weise, weil er jetzt so voll auf mich ab... Was? Ach, da kommen welche rau. Ach so, okay. Ja, das ist anders, als ich dachte. Der stürzt ab. Ich dachte jetzt, ich muss dem hinterher. Also mit ihm praktisch da hoch. Aber der stürzt genauso ab. Nach zweimal hinten. Und dann kommen hier aber welche raus. Und dann kommen da drüben wer. Okay, alles klar. Soweit ist das okay. Soweit komme ich klar. Soweit komme ich klar. Plopp, 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 plopp und rüber. Und dann habe ich keine Ahnung. Da drüben, da habe ich Ruhe. Ich glaube, da habe ich Ruhe. Da kann ich mal wo stehen. Ich sehe, da ist was, wo man stehen kann. Das sieht so aus, als ob man da stehen könnte. So, zack, zack, zack. Ja, da kann ich stehen. Aber den Sprung muss ich erstmal hinkriegen. Weil darüber wird gar nicht so simpel, wenn ich das so sehe. Oh je. Dann muss ich den... Ist da noch ein anderer, den ich kriegen kann? Nee, anscheinend nicht. Okay. Auf dem Weg sind schon viele, viele Leute gestorben. Leicht zu erkennen an den X. So, jeder hat schon mal irgendwie eine Stelle mitgenommen. Das ist so komplett, der ganze Weg ist einfach komplett durchgeixt. Auch hier. Irgendeine Stachel hat jeder schon mal erwischt. Aber da unten noch gar nicht so viele. Wobei, so viele kommen wahrscheinlich auch gar nicht dahin. Die sterben hier ja schon und dann haben sie keinen Bock mehr. Diese Casual-Spieler, die einfach noch nichts aushalten. Oh, ich muss da stoppen. Entweder ich muss stoppen oder schnell durchrennen. Ich weiß nicht, wie die nachher reagieren. Ob die da oben bleiben und mir den Weg versperren oder keine Ahnung, was die so tun in ihrer Freizeit. Ich werde sie mal fragen. Aber... Jetzt werde ich erstmal stoppen. Okay, die versperren mir nicht den Weg. Aber sie kommen wieder. Aber ich kann dann rennen. Und dann kommt der... Den muss ich besser timen. Okay. Den muss ich besser timen. Oh Mann. So. Nee. Will ich vielleicht wirklich einfach direkt durchrennen? Ist es dann vielleicht am besten getimed? Ich werde es jetzt einmal probieren, einmal durchzurennen. Einmal werde ich jetzt den Tod praktisch investieren, der dabei wahrscheinlich rauskommt. Aber einmal werde ich jetzt durchrennen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin... Ah, da kommt was aus der Röhre raus. Und dann kommt da jeweils was. Okay. Dann kommt da jeweils was raus. Ich habe es gesehen. Ich mag den Anfang. Der ist lustig. Hä? So. Lauf! Jetzt kommt hier eine Rau. Da sind doch sogar die Spuren. Man sieht's doch sogar. Man wird ja sogar hingewiesen, wo man springen muss und wo nicht. Eigentlich ist es sogar sehr freundlich gebaut. Verstehe nicht, warum ich mich so dumm stelle hier. Ich stelle mich nicht dumm. Dumm anstelle. Das ist ein Unterschied. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Okay, was muss ich da tun? Da ist jetzt nichts mehr gekennzeichnet. Schlecht. Schlecht. Aber so weit waren wir noch nie. Ich möchte das auch kurz mal betonen. Das war einmal so Progress. Ja? Progress.
Plop, plop. Nein! Was ist passiert? Tok, tok, tok. Nein! Ach, Menno. So, jetzt wieder mit Konzentration hier. Das ist so ein Level, wo ich zwischendurch auch wieder ein bisschen... Ne? Sowas mache. Ich würde das gerne noch in diesem Part hier abschließen, aber ich habe ja keine Ahnung, wie weit das geht. Nein! Vor allem, wenn ich am Anfang mal so einen Quatsch da mache. Ich meine, der Weltrekord hatte was von 50 Sekunden oder so, ne? Oh, schach, du Scheiße. Habe ich mir aber zu früh gefreut. 1,25. Das ist lang. Ich hoffe, es hat einen Checkpoint irgendwann mal. Und ich will nicht am Anfang die ganze Zeit sterben. Das ist dann wieder was, wo ich die Krise kriege. Mach mal nicht. Okay, und jetzt rüber. Gut. Und wir kommen mal wieder weiter. So, und jetzt kommt hier der Große. Und da oben sind Münzen, aber was... Was heißt das? Was soll ich da tun? Schaffe ich es wirklich, mit dem Großen alleine darüber zu kommen? Weil nach zweimal draufspringen, verreckt er mir ja. So wie der da drüben. Der verreckt ja auch. Wahrscheinlich muss der noch ein kleines Stückel weiter. Ein kleines Stückel weiter. Und dann... Oh Gott, oder muss ich... Oh nein. Muss ich mit dem... Oh nein. Da fällt ja dann so ein Zapfen runter. Muss ich hinten auf den Zapfen drauf? Oben, meine ich? Oh, bitte nicht. Oh nein, das krieg ich doch nicht hin. Oh boy. Ach du Scheiße, das ist zu wenig Zeit, um das für mich aufzufassen, was da los ist. Verdammt. Und ich komme zu selten hin. Und ich komme... Oh. Und ich komme zu selten hin. Scheiße. Wie lange nehmen wir auf? Ich will nicht, dass es wieder eine Stunde wird. Ich habe doch meine Parts wieder reduziert. Ich meine, ich könnte ja einfach sagen, okay, wir schließen hier ab und machen das nächste Mal hier weiter. Irgendwie will ich das nicht. Irgendwie mag ich es nicht, so mit einem Level abzubrechen. Aber ich will halt auch den Part jetzt nicht wieder eine Stunde werden lassen. Für meine Psyche wäre es besser, hier zu sagen, wir machen einen Break. Wir probieren das beim nächsten Mal wieder. Dann gucken wir uns aber vielleicht erst das andere Level an, von dem er ja meinte. Da werde ich den ganzen Part für brauchen. Und dann würde ich... Guck mal, da geht's weiter... nee, wie geht denn das... ich verstehe nicht, wie es da weitergeht. Weil der eine Eiszapfen fällt ja gar nicht runter. Doch, oder fällt der runter, wenn ich mich auf ihn draufstelle? Der muss ja runterfallen, wenn ich auf ihn drauf bin. Ich bin komplett verwirrt.
Das reicht nicht. Das reicht nicht. Was muss ich da tun? Alle Stellen habe ich gecheckt, aber die da hinten checke ich mal wieder nicht. Was muss ich da machen? Und ich will nicht da vorne sterben. Kostet nur dumme Zeit. Nee! Mann! Reicht nicht. Reicht doch. Nichts gesagt. So. Jetzt versuchen wir mal. Aber dann stirbt er. Ah, und okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich gehe dann wirklich auf den drauf. Auf den Eiszapfen. Und von dem Eiszapfen aus versuche ich dann auf den anderen zu kommen. Oh Gott. Ey, wenn danach kein Checkpoint kommt, ich kündige. Dann lass mir das Level. So, ich gehe jetzt hier hoch. Dann gehe ich... Ja. Dann lasse ich mich nochmal treffen und dann kann ich den Sprung besser hinkriegen. Oh Gott, das ist aber so knapp alles. Man hat so wenig Zeit, es wirklich gut zu timen. Um da irgendwie ein Setup zu finden, was passt. Nee, jetzt bin ich da hängen geblieben. Wie geht's denn danach eigentlich weiter? Dann fällt das Ding runter. Da geht's in eine Röhre. Da geht's dann in eine Röhre. Okay. Gut, dass ich die Röhre schon mal gesehen habe. Die hätte ich jetzt nämlich, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe, hätte ich die verpasst. Oder aus der Röhre kommt dann nur ein Fisch raus. Und der ist gar nicht für mich gedacht, die Röhre. Weil bisher kommen aus den Röhren überall einfach nur die Fische raus. Na, und jetzt dann darüber. Nee, da kommt... Guck mal, da ist eine Röhre, aber da könnte... Da drüben geht's auch weiter. Ha. Haha. Also ich fürchte, aus der Röhre kommt ein Fisch raus, der mich killt. Wahrscheinlich ist die gar nicht für mich gedacht, die Röhre. Och, Mann. Wahrscheinlich ist die Röhre gar nicht für mich gedacht. So oder so ist es gut, dass wir sie registriert haben. Ich werde aber trotzdem versuchen, direkt von der Röhre wegzukommen. Einfach, bisher kommt aus den blauen Röhren immer ein Fisch raus. Oder halt das, was von dem Fisch übrig ist. Ah. Ich will nicht wissen, was da noch... Ach, Mann! Was da noch alles kommt. Wenn es gleich einen lauten Schlag tut, habe ich gegen den Schrank gehauen. Der ist direkt neben mir. Und ich habe jetzt schon so den Drang, da einfach mal gegen zu knallen. So, drauf und rüber. Da kommt der... Da kommt zwar wirklich so ein Scheißviech raus, aber das interessiert nicht, weil der Stachel das kaputt macht. Ich kann also einfach rüber zur grünen Röhre. Ich wette, dahinter kommt der Checkpoint. Ich raste aus. Jetzt wird es wieder 3 Jahre dauern, bis ich da wieder hinkomme.
Sind wir zum dritten Mal am Anfang gestorben wieder. Wenn man halt zumindest immer an die Stellen direkt käme, wo man davor gescheitert ist und dann von da aus weiter machen kann. Ich muss da schneller sein. Ich will das nicht. Nein! Das Ding nur dafür da, dass es ausgelöst wird? Was ist das denn? Hä? What? Okay. Man kommt so komisch von dem Eis weg. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht richtig Anlauf nehmen. Ach so, ja, weil es Eis ist. Ich kann auf dem nicht so gut Anlauf nehmen. Mir wäre es am liebsten, ich würde es ohne diesen blöden Eisblock schaffen. Aber ich habe es vorhin nur mitgeschafft, ne? Das eine einzige Mal, wo ich auf dem Ding jetzt drauf war. Scheiße, wir sind jetzt gleich bei einer Stunde. Ach Mann, es ist immer genau das, was ich nicht will. Mindestens noch zum Midway. Ich will nach da hinten kommen. Da habe ich die Probleme, nicht hier vorne. Hier vorne verlieren wir Minuten. Wie viel Scheißzeit wir hier vorne an dem Dreck schon verpasst haben jetzt. Hierhin will ich kommen. Okay. So, der interessiert mich nicht. Wir springen einfach weiter. Gib mir einen verfluchten Checkpoint. Danke. Okay. Okay. Was soll ich da jetzt tun? Ah ja. Aber da ist ja viel zu hoch. Igittigitt ist das eklig. Was? Oh, der Sprung kotzt mich jetzt schon an. Und das ist der Sprung, den wir nach dem Checkpoint immer wieder mal... Oh mein Gott. Dürfen. Hä, wie geht's da drüben weiter? Hä? Ja, und ja, das fällt runter!
Ach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will wissen, wie es weitergeht und nicht an Stellen sterben, die wir schon geschafft haben. Bruder! Und jetzt? Ach, da sind wieder solche Dinger. Um Gottes Willen. Wie gut kann ich, wenn ich hier später runtergehe, das skippen? Optimal. Aber der geht dann anders, der geht dann anders hin, ne? Ja, der geht dann anders zu mir. Ja, das, ist blöd. Der geht dann anders zu mir. Was ist, wenn ich den hier lasse? Reagiert er dann auch so auf mich? Ja, der reagiert so oder so. Ach, scheiße. Na gut, das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so schlimm. Bruder! Reicht nicht. Keine Ahnung, wohin es jetzt weiter. Daran musste ich jetzt sterben, ne? Daran musste ich jetzt sterben. Klar. Dümmste Stachel, an der man jetzt sterben kann, an der Situation. Mein Gott, aber ich schaff's wieder. Aber so weit geht das alles in Ordnung. So, jetzt gehen wir einfach rüber. Ich habe keine Ahnung. Aha. Und dann hier und dann. Keine Ahnung! Ich sehe das doch am Anfang nicht. Ich muss jedes Mal sterben, bevor ich weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt sehe ich's. Gott. Dass es Leute gibt, die sowas auch auf Anhieb spielen können und einfach sofort durchkommen, das will nicht in meinen Kopf. Dass es Leute gibt, die sowas irgendwann mal am Stück schaffen, das will nicht in meinen Kopf. Wie krank ist das? Wieso kommt der nicht? Alter, funktioniere!
Vorhin ging's doch auch. Achso, hier kommt noch einer raus. Ah. Ich hab da was vergessen. Mist. Da was vergessen. Ne, der Ersteller muss das hier am Stück spielen. Am Stück. Ich kann's nicht oft genug sagen. Ich meine, und das ist nochmal, das ist noch nicht ansatzweise so schwer wie Panka-Level, aber über Panka wollen wir gar nicht reden, der ist ein Monster. Also, was der schafft, das ist ja utopisch. Und Leute, die Panka-Level schaffen, sind noch utopischer. Also, eigentlich sind sie nicht utopischer, weil der als der Bauer ist ja schon utopisch genug. Sie sind genauso utopisch. So. Ich krieg einfach zu viel hier. Also hier muss ich warten, da kommt noch einer raus. Ist okay. Dann ist der Setup hier viel besser. Dann sterbe ich an einer Stachel, die ich nicht sehe. Dankeschön. Boy, vor allem ist es eine Stachel, an der ich vorhin überhaupt nicht gestorben bin. Da reden wir nicht drüber. Ja, sorry, der Part wird bis 1,5 Stunden oder so gehen. Ich will diesen Mist jetzt schaffen. Nein! Mensch! Aber immerhin, der Quatsch hier läuft jetzt echt easy. Das war's vorher noch. Ich hasse Karma. Karma, du bist eine B-I-T-C-H. Wie ich gerade sagte. Verfluchte B-I-T-C-H. Können wir jetzt einmal wieder dahin kommen, wo wir zuletzt am weitesten waren? Anscheinend können wir das nicht. Kündige hier gleich. Ich kündige hier gleich. So, jetzt kommt der hier rüber, dann kommt der hier hin und dann kommt hier noch einer hin und jetzt habe ich keine Ahnung. Da ist ein Eiszapfen. Dann sind hier wieder... Die Dinger sind bitte optional. Ich habe das noch überhaupt nicht wahrgenommen, dass wir 5 rote Münzen sammeln müssen. Stand da was im Dings, dass die Option... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab die überhaupt... Oh mein Gott, was? Ah, da waren 3 auf einen Schlag schon, ne? Wahrscheinlich sind die nicht optional. Ach du Scheiße. Was auch richtig belastend ist da unten, ist, dass die Knochenteile von hier oben runterfallen und mir so die Sicht verdecken auf die Teile, wo ich wirklich draufspringen muss. Das ist richtig scheiße. Na, hier überall Knochenteil, Scheiße und das, wo ich draufspringen muss, erkenne ich nicht.
irgendwann soweit. Ah, ich hab den vergessen. Manchmal geht der, manchmal kommt der auch hoch, aber sicherer ist es, den anderen mitzunehmen. Gar keine Frage. Sicherer ist das. Dann funktioniert der nämlich auf jeden Fall. Schrank, mach dich schon mal bereit. Du kriegst gleich wieder aufs Maul. Ich hoffe, du bist ready. Es dauert nicht mehr lang. Das ist zu schnell. Ich muss da... Wie muss ich denn da? Ich habe keine Ahnung. Da kommt ein Fisch an und dann kommt einer ganz rechts aus der Röhre raus. Und da, wo rechts ist, ist auch die rote Münze, die erste. Dann ist aber direkt unter mir die zweite. Aber da ist noch nichts, wo ich dann drauf springen kann. Das habe ich noch nicht gesehen, wie ich da hinkommen kann. Das habe ich noch nicht wahrgenommen. Na, hier ist der erste. Und da... Ach, da kommt auch einer raus. Okay, ja, okay, dann kriege ich... Ja, gut, dann kriege ich alle auf einen Schlag. Okay, ist in Ordnung. Also da, wo die roten Münzen sind, muss ich halt sowieso landen. Dann nehme ich die automatisch mit, so, weil das Level so funktioniert. Also die sind jetzt eigentlich gar keine Zusatzchallenge oder sowas, sondern so, wie die liegen, muss ich halt eh springen. Dass da überall die ganze Knochenscheiße runterfällt, das nervt mich gewaltig. Wird immer mehr messy. Diese Stacheln da oben. Wir sind bei einer Viertelstunde gleich, ja. Scheiße. Naja, Wochenende, langer Part. Ihr könnt ja skippen. Ihr könnt ja... Ist nicht mein Verf... Oh, scheiße. Das ist unangenehm. Da hin und her wechseln ist echt unangenehm.
Weil du mit jedem Sprung musst du ein bisschen mehr gegenlenken, weil du nicht mehr so weit rüber darfst. Oh Gott, oh Gott. Ich sehe halt nichts mehr. Ich sehe halt nichts mehr. Ich habe keinen Mario mehr gesehen. Vor lauter Knochengescheiße. Alter. Ich hatte keine Ahnung, wo ich bin. Natürlich sterbe ich dann an der Stachel. Konntet ihr in dem... jetzt würde mich gerade interessieren. Weil als Zuschauer sieht man ja doch immer mehr als der Spieler. Konntet ihr Mario noch verfolgen? Habt ihr den gerade noch wahrgenommen? Also ich muss mich jetzt besonders anstrengen, ihn zu verfolgen. Ich weiß, dass es da unten noch kritisch wird. Aber ich konnte ihn nicht mehr wahrnehmen. Der war aus meinem Horizont raus praktisch. Jetzt sehe ich ihn. Oh boy. Checkpoint. Was ist das jetzt hier? Checkpoint. Okay. Das sieht ein bisschen aus wie eine... Ah. Verstanden. Ich muss einen Schlüssel bekommen. Und irgendwo ist ein Boss und den muss ich dreimal mit dem Pow kriegen. Das dürfte aber gar nicht so schwierig sein. Also das... Alter. Das sieht jetzt eigentlich für mich sogar recht machbar aus. Gerade aktuell. Einfach so von der Einschätzung her. Kriege ich einen schon so? Nee, kriege ich nicht. Aber ne, ich müsste über die einfach nur da hoch und muss dreimal den Pow auslösen. Was meine Sorge gerade ist, ist, wenn ich den Pow einmal auslöse, frecken die mir dann auch alle weg. Das könnte ich mir nämlich durchaus vorstellen, dass das passiert. Nein, es passiert nicht. Okay, ich kann dann wieder hoch. Gut. Dann kriegen wir das hin. Dann kommen wir vor eineinhalb Stunden hier raus. Holy moly. Dann haben wir das Kritischste hinter uns. Boah. Boah. Das ist alles hier okay. Alles hier okay. Ich muss mich nur ein bisschen konzentrieren. Das ist nicht so schwierig. Ich muss mich nur ein bisschen mehr konzentrieren. So, jetzt hole ich mal die ersten hoch. Na. Das hat nicht gereicht. Ah, da war ich zu weit drüben. Okay. Das passiert. Aber, wie gesagt... Ersteller musste das hier am Stück spielen. Uff. Kann ich da nur sagen. Ganz, ganz großes Uff. Nice. So, jetzt gehen wir erstmal hier in die Pause. Und holen die nächsten. Ach, dumm! Aber vielleicht will ich... Das ist jetzt die nächste Frage.
Muss ich ein bisschen warten zwischen denen, wenn es ein Boss ist, den ich treffe, da oben irgendwo? Oder es... ich glaube, ich glaube, ich weiß, was passiert. Irgendwo fallen manche runter. Und dann sind es einfach wirklich die Stück, die man da halt sieht. Und dann muss man... Ich treff's halt nicht. Und dann muss man, und dann muss man, dann fällt irgendwas runter am Ende und das löst den Schlüssel aus. Irgendwie so muss es sein. Jetzt muss ich mir nur noch eine gute Taktik überlegen. Wann ist es am besten, da abzugehen? Die gehen da, die bleiben da. Ja, ich glaube, so ist am besten. Wenn die sich da sammeln erstmal, dann sollen die sich da sammeln und dann kann ich die am ehesten nach oben ziehen. Genau so. Ja. Und dann kann ich hier die nächsten nutzen. Okay, so machen wir's. Okay. Mit ein bisschen Geduld kriegen wir das hin. Wir werden nicht bis 1,5 Stunden hier spielen. Es ist schon schlimm genug, dass es 1 Stunde geworden ist, was ich vorhin gesagt habe, ich will das nicht. Bin schon weit über der Stunde drüber. Und ich sehe richtig viel. Richtig viel gesehen jetzt. War aber meine eigene Schuld, weil ich da hochgeschupft bin. Sollte man nicht machen. So, na, jetzt segeln die das ein bisschen rum. Und jetzt gehen ganz viele da hoch. Und dann einen erwischen... Das gibt's aber nicht. Ach, ich bin wieder unfähig und jetzt sehe ich wieder nichts. Ah doch, jetzt sehe ich wieder was. Dankeschön, liebes Ersche. Können wir den da oben jetzt mitnehmen? Nein, können wir nicht. Gut. War nur eine Frage. Kann ich den direkt die ersten eigentlich? Nee, kann ich den auch nicht. Und ich komme auch nicht von hier. Oder? Mit Anlauf? Ah, es könnte fast gehen. Ich bin mir nicht sicher. Ach, Mist. Das war dumm. Das war dumm. Aber ist okay. Ich versuche nochmal den ersten mit Anlauf zu kriegen. Könnt mir vorstellen, dass das geht. Mit ein bisschen mehr Geschick im Sprung kriegt man den, glaube ich, hin. Dann war es mal da hoch und jetzt hier die in Ruhe erstmal hier. Dankeschön. Den ganzen Knochenquatsch hier fallen lassen. Dankeschön. Ja, den kriege ich. Sehr gut. Dann habe ich einen weniger, mit dem ich hoch muss. Okay, alles klar. Alles klar. Mache war so. Mache war so. Muss nur wirklich kriegen. Das ist... So, sehr gut. Und dann... Dann sollte ich vielleicht einfach nicht doof sein. Das wäre eine gute Idee. Ich sollte vielleicht einfach nicht doof sein. So. Und raus da. Hä? Lul. Lul. Kann ich das jetzt irgendwie nutzen? Kriege ich die jetzt alle am Stück ausgelöst vielleicht irgendwie? Wahrscheinlich nicht. Ah, scheiße. War es jetzt voll die falsche Richtung. Ich hoffe, das geht jetzt überhaupt. Nicht, dass ich mir jetzt dadurch was verbaut habe. Aber wir werden es nicht rausfinden, weil ich eh in der Runde sterbe. Aber Lul, ich kann den da rausziehen. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, wo er in dem Screen den Boss versteckt hat. Aber gut. So, jetzt erstmal Pause und einen haben wir noch vor uns. Einen haben wir noch vor uns. Einfach schön mittig bleiben. Schade. Ärgerlich. Ärgerlich, aber alles noch. Alles machbar. Alles machbar. Es ist lustig, wie ich den gerade rausgezogen habe. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ist auch garantiert nicht so gedacht. Gut.
So, bisher läuft das. Zwei kriegen wir. Und der dritte da hinten ist noch der kleine Problem. Pau. Aber auch den haben wir gleich. Und da ist mein Schlüssel. Oh. Nee, 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 nee. Das Ende noch. Oh, der, wenn mich erwischt hätte. Oh, Freunde, der Schrank hier wäre in hohem Bogen aus dem Fenster geflogen, auch wenn ich ihn gar nicht hochheben kann. Aber, Alter, wer ist dieser verrückte Typ, der hier 1,25 gebraucht hat? Irgendein Packer. 2i-Packer. Und der Gebaute ist Ewig M. Und wie lange hat der Typ gebraucht für sein Level? Ach, auch so. Wie schafft man denn sowas am Stück? Ist das krank? Das ist so krank, ne? Das ist so krank. Okay, aber das nächste Level, was wir jetzt da noch vor uns haben. Chosen beschreibt es als herausforderndes Level mit sehr coolen Wippen-Setups. Vielleicht am Anfang schwer zu verstehen, was man machen muss, aber wenn man es mal verstanden hat, dann ist es richtig cool. Das steht genauso da. Das werden wir uns das nächste Mal angucken. Das ist das, wo er sagt, wir werden den ganzen Part für brauchen. Haben wir jetzt für das hier eigentlich auch schon? Aber gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.